Da ist man fertig und sieht erst dann, dass man einen absoluten Herr der Erde. Damn, Blick in den Spiegel vorher. Yo, moin Freunde, alles gut bei euch? Willkommen zurück in der Nerdcrate. Soll aber alles gar nicht euer Problem sein. Ist trotzdem manchmal witzig, sowas zu machen. Das hättet ihr echt nicht sehen wollen, die Originalversion. Zerzaust. Nuff said. Frisch aus unserem Collectors-Regal dachte ich, wenn ich mir schon Hot Rod angucke, schaue ich mir auch Cup an. Deswegen heute Studio Series 86, Cup! So, da sind wir dann. Keine großartige Überraschung bei der neuen Box. Wir haben das merkwürdige Artwork von Cup hier. So, was ist denn das? Sieht komisch aus. Aber alles von den Grafiken ja dasselbe. Sieht schön aus. Ich mag, dass sie das an der Seite fortführen mit dem Artwork. Auch wenn das Artwork nicht das Beste ist. Hinten sehen wir den Stand. Ich habe jetzt das Clamshell raus. Ihr wisst, wie ein Clamshell aussieht. Und hinten alles, was geht. Was geht? Besser nicht. Sonst werden wir noch geflaggt. Wir werden ja momentan links und rechts geflaggt, weil wir irgendwelche Sendungen zeigen, was wir schon mal gemacht haben. Und da wurden wir nicht geflaggt. Und dann auf einmal wieder doch. Anyway. Anleitung ebenso nichts Neues. Rot und Grau und Schwarz diesmal. Die ganzen Schritte rot hervorgehoben. Geben euch alles, was ihr braucht. Im Gegensatz zur Eiche auch wesentlich klarer. Ähnlich wie bei Hot Rod. Und wo ihr dann auch die Waffen einpacken könnt und die anderen Teile. Was ich jetzt unbedingt nicht so cool finde im Alternate Mode. Also, ja, ist doch tippitoppi. Kann man nicht mehr sagen. Zweites quasi Papier, also Pappteil natürlich ist dann der Stand. Mit der ja, quintessonischen Krake. Cybertronisch ist es ja nicht. Kybernetisch, sagen wir es so. Sieht cool aus. Sehr, sehr schön. Gut gezeichnet. Tolles Artwork. Sehr, sehr schön digital. Mit ja, so Energieleuchten hier an den Sphären und hier ebenso. Und schon der abgeschnittene Teil seines Tentakels, sprich, da war Hot Rod schon am Werk. Und sagen wir mal ehrlich, so richtig, richtig displayen kann man Cup doch eigentlich mit der Krake nicht davor stehend, sondern nur mit seinen Teilen, oder? Klingt komisch, ist aber so. Dann haben wir zwei kleine Accessoires, leider keine Blast-Effekte für Cup, was ein bisschen schade ist, aber das ist dann wieder sein Energon Goodie Dispenser. Ansonsten, das ist transluzentes Plastik. Hier ist kein Pink dran. Das ist einfach nur klar. Sprich, wenn ihr das Pink haben wollt, müsst ihr eine pinke LED hinterhängen. Und einen 5mm Port. Ihr wisst, wie das funktioniert. Und der Blaster. Und der sieht gut aus. Das Sculpt ist, glaube ich, ziemlich treu, sofern ich mich daran erinnern kann. Was natürlich schön, was erstmal doof ist, nicht ein Fetzen Farbe dran. Was gut ist, dadurch, dass kein Fetzen Farbe dran ist, ist kein Versprung, wie bei Hot Rod, wo das auf einmal dann der pinke Pack hier durchkommt, weil das Base Plastik ist. Passt schon. Ebenfalls ein Pack hier, sprich der sitzt in der Hand und ein Pack an der Seite, sprich ihr könnt ihr den Fahrzeugmodus anbringen. Passt schon. Rabbel die Zong, einmal durch die Accessories geflogen, sind wir bei Cup. Erster Blick ist so, das, guckt euch das an, ich habe nicht mal dran gezogen und ich habe den Arm schon in der Hand. Anyway, erster Blick ist so, also ich fand es auf den ersten Blick. Hä? Wow, das geht ja gut los. Paint Chip auf der Nase, sieht aus wie ein Pickel. Anyway, Front, Seite, Rücken. Mehrere Probleme right out of the box. Fangen wir mal einmal an. Genau wie bei der ARK, ich will das nicht bashen, nur um es zu bashen. Aber was ich schlecht finde, werde ich sagen. Wer mir da Verwöhntheit oder was weiß ich auch vorwerfen will, wie das bei Dennis und der Eiche der Fall war, knock yourself out. Anyway, das Gesicht ist eine völlige Katastrophe. Sieht nicht ansatzweise so aus wie Cup im Film. Das sieht aus wie... Oh, ich habe heute so lichtempfindliche Augen. Oh, die brennen. Was mache ich denn da bloß? Und die ganze Zeit die unteren Lider so hochgezogen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist komisch. Und dann gleich ein Paintchip auf der Nase. Was cool ist, ist das Metallic Blau unter seinem Visor mit den cybertronischen Details. Das sieht sehr schön aus. Das Autobot-Symbol ist... Die haben das Bayverse-Autobot-Symbol darauf geknallt. Das Autobot-Symbol hat schräge Augen. Damn! Oh, da kriege ich ja... Das hat da so gar nichts drauf zu suchen. Verdammte Hacke.
Und auf der Seite vom Alternate Mode auch. Boah. Die Proportionen sind irgendwie weird. Die Hände sind irgendwie viel zu groß. Ja, gut, die 5mm Ports sollen da reingehen, aber es ist trotzdem irgendwie, weiß ich nicht. Optimus Couple. Komisch. Die Farben sind gut. Das kann ich nicht anders sagen. Aber was ein paar Probleme gleich direkt sind, der hat ja dieses Feature, ne? Der hat ja dieses Feature. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, kann Hot Rod ihn hier wieder komplett zusammendengeln. Und ihr habt hier so einen Cup-Torso. Das ist einigermaßen okay. Das Ranstecken ist eigentlich in Theorie nicht problematisch. Was problematisch ist, ich glaube, der gehört hier, oder? Ja, ich glaube, das gehört so rum. Falsch rum. Was problematisch ist, ist, dass die Arme, da wirst du wohl. Jesus, das hat viel zu lange gedauert, dass die Arme einfach viel zu locker hier dran sind. Man muss sich nicht mal Mühe geben. Seht ihr das? Man zieht da kaum dran und die wackeln hier so in dem Port rum. Ich halte die nicht mal fest. Das ist die Spannung meiner Finger, so in der Pose. Seht ihr das? So locker sind die Finger. So locker halten meine Finger diesen Arm fest. So kriege ich den da reingerückt und ich greife kaum zu und ziehe den so raus. Nur, dass ihr mal wisst. Proportion ist sowieso ein bisschen merkwürdig, aber es ist Cup irgendwie im Generellen. Ich muss sagen, mal ehrlich, X-Transbox Logo sieht ja hier ungefähr ähnlich aus. Das passt ungefähr. Ich mag die Farbaccessories, die da drauf sind. Den Farbauftrag. Wie gesagt, Metallic Blau. Auf dem Kopf an sich auch, wenn die Paint Scratches nicht wären. Das Light Piping, was da drin ist, ist ein. Ja, gut, sagen wir mal so, ne? Mit dem Light Piping kommt das eine Ecke besser, das Head Sculpt. Also, wenn da ein bisschen mehr Licht reinkommen würde, würde das gehen. Und dann funktioniert das Head Sculpt auch besser. Aber mit den toten Augen, das ist das Problem. Auch wenn es das falsche Symbol ist. Ich bin vielleicht kleinlich, aber es ist nun mal ein anderes Symbol. Das sieht trotzdem gut aus. Auch das Hellblau soweit deckt sich mit dem Hellblau auf den Ober- und Unterarm. Ein bisschen Bronze, ja, so quasi Bronze, schräg bräunlich auf den Unterarm hier an den Gauntlets und an seiner Gürtelschnalle, nenne ich es mal so. Ist okay. Was schlimm ist auch wieder, das Backpack, das bleibt hier hinten nicht drin. Ich weiß nicht warum, es bleibt da nicht drin. Und das ist auch richtig so. Es muss hier so sitzen und es bleibt nicht dran. Und um das Ganze fortzuführen, halt ziemliche Waffles am Rücken, ne? Und ja, ich habe gerade nachgeguckt, es sitzt tatsächlich so. Von daher, ich meine, die Toleranz geht einigermaßen, es hält es einigermaßen von selber, aber diese Federwirkung hier hält das absolut nicht drin. Das ist, wahrscheinlich soll das ein bisschen weiter raus, damit es dann drin sitzt, aber dann steht das weiter raus und wenn ihr es dann ganz rein haben wollt, dann federt es da raus. Die Beine sind so lala. Gucken hier halt die ganze Zeit die Räder raus. Das ist irgendwie. Ich weiß nicht. Und das hier auch. Wir haben die ganze Zeit die Pins und die Teile, die sitzen hier halt einfach nur, ne? Das packt nicht vernünftig irgendwie ein. Geht. Geht. Das ist aber auch nur alles, ne? Diese Waffles hinten am Rücken gehen echt gar nicht. Ach, Leute. Guck mal kurz die Artikulation an, ist auch nicht zu übergeil. Also nach Hot Rod ist das hier echt eine extreme Enttäuschung. Ich meine, das ist wirklich ein Kerncharakter des Films, ne? Und dann sieht er so aus. Der Kopf kann ein bisschen hochgucken. Der hat ein Ballpack. Bisschen links, rechts, aber nichts nach unten. Sprich, Daniel oder so angucken ist nicht. Schaft 360. Schulterschaft 360. Schaft. Ja, das packt immer aus, aber wenn ihr das festhaltet, dann kriegt er halt. Ne. Dauernd verdrehen sich die Arme, weil die so locker drin sind. So weit nach außen. Ist echt nicht gut. Tut mir leid. Bizepswirbel aufgrund, ne? Logischerweise. Und über 90 Grad und dann hier klaffendes Loch. Alter Hasbro. Das eine Mal, oh geil, dann kommt der Titan. Oh. Und dann kommt das Ding, oh. nichts an der Hand. Nichts an der Hand. Hüfte rotiert, stiff, das auf einmal überstiff. Und Schaft, Front Split, wenn wir die Arme rauskriegen. Vollen Side Split. Logischerweise dann auch Swivel hier um das Feature. Ne? Knapp unter 90 Grad am Knie.
Und das mache ich jetzt extra so. Das habe ich mir vorher ausgedacht. Und das wollte ich, dass ihr das seht. Die Füße, das ist der Rocker nach innen. Ne? Ihr seht das vielleicht schon. Der steht so schief. Wenn man dann guckt, ob man nach außen machen will. Oh ja, der hat ja nach außen. Ach nee, hat er nicht. Nee, die Füße sind so locker da drin. Ne? Also, da muss man sich auch kaum Mühe geben, das rauszunehmen. Guckt mal diesen Knubbel an. Dieser niedliche Knubbel soll hier drin das Ganze sicher drin halten. Hört ihr das? Hört mal einmal. Achtung. Dieses Schnupp. Mehr war das nicht. Das ist alles, was das Ding hier drin halten soll. Not favorable, dude. Da er entsprechend gebaut ist, kommt Cup auch nur auf 68 Gramm. Und groß ist er genau 14 cm. Ich? Du auch? Und für weitere Vergleiche, weil ich ihn noch nicht wieder aufgestellt habe und weil ich überlege, was ich mit ihm mache, so oder vielleicht noch mal wieder den Stellungswechsel, das klingt merkwürdig, haben wir hier MP13 Soundwave, der durchaus ein bisschen weiter nach hinten kann, damit auch irgendwie mal ein bisschen zur Geltung kommt. Dann haben wir hier schon bereitgelegt Siege Spinister, aber sagen wir mal ehrlich, der wirklich einzige Vergleich, den hatte ich mir gerade schon gekrallt, das Kratzen habt ihr vielleicht gehört, ist mit Hot Rod, denn die beiden waren nun mal im Film die meiste Zeit unterwegs und das scaled 100%. Fix me. Sorry, dude, there is no fixing you, but we're gonna try to transform you. Kopf 180, Arme auf diesem Panel nach außen, auf beiden Seiten, ganzen Board 180 Grad drehen, das ganze Backpack einmal nach unten und nochmal zusätzlich auseinander mit dieser Klappe. Räder von innen nach außen, die sind hier auf diesem Panel einmal eingepackt und dann kommen die einfach nach außen. Das wird auch noch ein Thema. Dann kommen die Arme auf dieser gepinnten Armatur hier. Das ist heute irgendwie so dunkel, bilde ich mir das ein. Wie gesagt, die Arme hier drauf einmal so, die müssen einmal so entankert werden und dann drehen die ganzen Arme sich auf diesem Teil. Das kann ich echt nicht besser erklären. Diese ganze Portion hier, ne, seht ihr? Na, Fokus. Diese ganze Portion hier, die dreht sich. Und da müsst ihr die Arme anhalten. Dann schwingt ihr die Arme am Schultersockel einfach nochmal nach vorne, seht aber zu, dass diese Armatur da drunter einmal so ausgerichtet bleibt, wie ihr sie eben einmal gedreht habt, sodass er so ganz komisch diesen Cesaro-Taunt macht für die Wrestling-Fans. Dann brecht ihr dem armen Kerl komplett das Rückgrat einmal nach hinten, dass er einmal so guckt. Also wirklich so tief es nur geht. Und dann bringt ihr den Kopf runter und danach nehmt ihr diese Klappe, löst die, das schwingt dann nach vorne über einen Double Hinge und ihr könnt sein Dach einmal hier vorne so einpeggen, wenn es denn quasi möglich ist. Das ist alles nicht so 100% passgenau. Die Beine einmal so ein bisschen unten auf den Weg und dann bringt ihr die Arme hier rein und die kommen relativ von selber hier an diesem Peg rein, da wo mein Finger jetzt ist. Da schwingen die von selber rein. Ich zeige euch das nochmal hier drüben. Ihr schwingt das hier rein, wie gesehen, ne? Und dann springt das ganze Ding hier einmal rein und die Arme sitzen hier. Der Kerl tut mir so leid. Denn jetzt kommt diese Fuckery mit den Armen und den Beinen und einfach allem. Das sitzt hier so merkwürdig zwischen. Dann kommen die Füße auf beiden Seiten einmal rein. Ihr öffnet seine Beine und das ist jetzt absurd. Das ist jetzt wirklich absurd. Ihr öffnet seine Beine und wenn ihr denkt, ach Combiner Warzen, nee, nee. Ihr nehmt jetzt einfach nur die Beine und macht das. Mehr macht ihr nicht. Und dann macht ihr das Ding schon wieder dicht. Es geht nur um diesen Winkel. Mehr ist das nicht. Also nochmal, falls ihr es nicht geglaubt habt. Ihr nehmt das, diesen Winkel, nehmt die Klappe und macht das Ding wieder dicht. Das ist alles, was ihr machen sollt. Und dafür sollen die Beine geöffnet werden. Jetzt könnt ihr so langsam anfangen, die Schoße wieder zusammenzufalten in etwas, was dann Cups Alternate Mode so langsam ergibt. Ihr bringt die Arme hier nach hinten, dass die hier so zwischenliegen und die ungefähr in den Winkel hier hin. Und dann bringt ihr diese Paneele rüber. Einmal, dass sie hier auf der Seite einmal so reinspringen, grob, dasselbe einmal auf der anderen Seite, rüber und dann hier entsprechend rein. Das macht einmal klack und verheiratet das hier ungefähr mit dem Heck, dass ihr das so habt. Dann bringt ihr die Arme ungefähr zwischen und bringt diese Klappen runter und die packen original nur in seine Fäuste ein. Das macht ihr einfach mal zwei. Und bringt das Ganze, nur wirst du wohl, in der Mitte zusammen und dann, ja, dann habt ihr Cup.
kurz aufräumen, im Alternate-Mode. So sieht er cool aus. Kann man nicht anders sagen. Ne? Das ist dein Cup im Alternate-Mode. Und das funktioniert tatsächlich überraschend gut. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die haben seinen Robot-Mode für den Alternate-Mode geopfert. Wirklich das einzig Negative an diesem Ding, weil das ist wirklich ziemlich getreu, abgesehen von den Fäusten, die hier hinten rausgucken. Aber selbst da, wenn man so ein bisschen so die Augen zusammenkneift, dann passt das quasi. Auch mit den Füßen, Ladefläche, alles da. Aber wieder keine Farbe hier drauf, ne? Der arme Kerl. Und die Dinger gehen einfach ab. Die zieht man einfach so ab. Also wenn ihr Bock drauf habt, malt die Räder an. Und dann hier dieser arme zusammengefeilte Kerl, der tut mir echt leid. Aber so an sich ist das tatsächlich ein guter Alternate-Mode. Und anders als bei Third Party haben wir hier keinen Split in der Mitte. Ne? Also von daher, das ist schon grundsätzlich okay. Und wenn man ihn dann zurücktransformieren will und nur dieses Panel lösen will, reißt man ihn einfach komplett in halb. Gott, der arme Kerl. Und für Vergleiche haben wir hier natürlich einmal Hot Rod, weil was soll auch anderes sein? Die beiden sind im Film so lange unterwegs. Da hilft mir das. Aber falls ihr gerne einen anderen heroischen Autovergleich sehen würdet, habt ihr hier Jada Toys Kit. Das passt also nicht wirklich mit irgendwas anderem. Mit Masterpiece Transformers ist es im Endeffekt dann dasselbe. Nur, dass ihr eine Idee habt. Jo, und da war er dann. Studio Series 8602 Cup aus dem 86er Klassiker Transformers The Movie von sowohl Hasbro als auch Takara Tomy. Ich weiß gar nicht wirklich, wo ich anfangen soll. Weil, wie gesagt, jetzt habe ich vor ihm habe ich die Arche gehabt. Und das Ding war auch so, boah, ist das euer Ernst? Und davor hatte ich Hot Rod. Und Leute, die mich ja kennen und meinen Kanal kennen, wissen, dass ich von dem von was Hasbro habe, nicht unbedingt die höchste Meinung habe. Und dann kam Hot Rod und ich war so, was ist das denn? Der ist in Mainline und der ist genial. Ich fand Hot Rod wirklich, wirklich genial. Der war super. Da hat quasi alles gestimmt. Da war der Alternate Mode gut, da hat die Transformation Spaß gemacht, die Toleranzen haben gestimmt. Der war perfekt artikuliert für Mainline, aber perfekt für diesen Stand. Jede Menge Accessoires, Sachen zum Austauschen, Blast-Effekte. Der war top. Das war quasi 10 for 10. Klar, kleine Dinge hat man immer, aber wenn man bedenkt, was sonst so war, ist das spitze. Der hier ist das genaue Gegenteil. Die Toleranzen sind zu locker. Die Arme gehen einfach ab. Ja, ist ja teilweise gut, ganz gut artikuliert so, ne? Wir haben hier immerhin auch einen Rocker, den ich vergessen habe zu aktivieren. Sowas. Ein, zwei Accessoires hat er ja auch. Aber eben nichts im Vergleich. Gut, der ist Deluxe Class. Aber es kann auch nicht sein, dass zwischen Deluxe Class und Voyager Class in der Klasse, in der Preisklasse an sich selber, also dann auch im Budget, ein so dermaßener Unterschied ist, dass das ganze Ding komplett in sich zusammenfällt. Die Verpackung ist nach wie vor cool. Die ist auch sicher und es sieht auch gut aus. Bei den Artworks wird sich nach wie vor Mühe gegeben. Der Gesichtsausdruck ist ein Ding, aber das Artwork ist immer noch spitze. Ich mag das auch immer noch mit den Stages, da kann man immer noch was machen. Ich habe das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber man kann damit was machen. Ist nun mal schlichtweg Fakt. Aber dass man dann, dass man ihm dann dieses Gesicht gibt, dann packen die Sachen nicht richtig ein. Ne? Das Backpack im Rücken, was ich sagte. Die Transformation ist sowieso merkwürdig. Man muss ihn da in der Hälfte durchbrechen. Dann dieses, wir packen das Bein mal kurz auseinander, geben dem Bein irgendwie 1-2 Grad. Das ist einfach nichts. Das ist einfach nichts. Und dann gehen die Füße auch noch einfach raus. Tut mir leid. Also auch in Deluxe Class ist das ist zu teuer. Die Farbe, die springt ab. Ihr hört mich stottern, Leute. Ich hab da nichts. Ich bitte euch, guckt das Review komplett. Ich gebe euch alles, was ihr braucht. Der hat ein paar positive Sachen. Das Metallic Blau ist schön. Ansonsten ist der vom Stil her gut. Wenn das Light Piping besser funktionieren würde, wäre es okay. Aber so kann ich dem einfach keinen höheren Score geben. Nicht nach dem, was Hot Rod für eine Benchmark gesetzt hat. Tut mir leid. Trotzdem, wenn ihr das gut findet und ihr den meinetwegen auch mehrfach hinstellen wollt, für Dioramen oder einfach auch so auf der Stage, knock yourself out. Ich wünsche euch allen Spaß der Welt. Meine ich ganz ernst. Für mich ist der hier nichts. Und jetzt schauen wir mal, was Lilly sagt. Du wirst schon arbeiten, wa? Was sagst du jetzt zu, mein Schatz?
Magst du? Du bist so komisch im Moment. Naja, danken tue ich dir trotzdem. Onawara. Leider eine ziemliche Enttäuschung. Leider. Vor allem, wenn man halt als erstes wirklich Hot Rod vor der Nase hat, ne? Das ist einfach ein Unterschied in Mainline von Tag und Nacht. Und wirklich, wirklich schade. Und mit dem Charakter, so wie er im Film ist, mit all seinen tollen Geschichten, wirklich mit dem Charisma, was der auch hat, womit wir Kids damals den ganzen Kram verbunden haben und was wir heute halt teilweise mitreden kommen, überhaupt nicht gerecht. Schade. Wirklich, wirklich schade. Nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat es einigermaßen gefallen. Es gab euch vielleicht eine Kaufentscheidung. You never know. Und ich wünsche euch einen super guten Start in die Woche. Das war Cup. Das war ich. Bleibt brav. Bleibt gesund. Bye-bye.